Jetzt bin ich da gerade beim Beantworten von Forumfragen und merke, ich habe noch kein Video über das okklusale Trauma. Was ist es? Ich habe keine Füllungen, ich habe keine Wurzelbehandlung, nichts. Meine Zähne sind komplett gesund, aber wenn ich ganz langsam zubeiße, dann merke ich, dass ich mit einigen Zähnen zuerst ankomme und dann eben mit den anderen auch. Und erst im Kraftbiss habe ich gleichmäßigen Kontakt. Und diese Vorkontakte, die man da hat, diese Zähne können, wenn zum Beispiel an einem Zahn mehrere Vorkontakte sind, zu einem okklusalen Trauma führen. Wann? Wenn man knirscht, unbewusst in der Nacht oder presst, dann werden diese Zähne mehr belastet. Und wenn ich einen Faustschlag auf die Schulter bekomme, am nächsten Tag habe ich dann einen blauen Fleck, bin ich nicht beunruhigt, weil ich weiß, dass mir irgendein Koffer auf die Schulter geschlagen hat. Wenn ich aber in der Nacht unbewusst die Kiefer aneinander gepresst habe, dann weiß ich das nicht. Und das kann dazu führen, dass so ein blauer Fleck bei diesem Zahn entsteht. Und das ist ein okklusales Trauma. Der Zahn kann dann beim Kauen empfindlich sein, beim Beklopfen. Und da ist eben ganz wichtig, dass man dann nicht panisch wird, sondern den Zahn halt ja, röntgenologisch vielleicht im einem halben Jahr kontrolliert, mit Kältetest kontrolliert, die Vorkontakte reduziert und den Menschen eben über diese Zusammenhänge aufklärt. Ich hoffe, ich habe das ein bisschen erklären können. Bei Fragen jederzeit alles Liebe.